Ein Funkgerät. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Meteor Exodus, würde ich mal so kurz mal sagen. Hallo? Oh, das war nicht so eine gute Idee. Das war nur ein Ausprobieren gerade mal. Aber. Boah, Alter. Das ist ja hier noch heftiger. Boah, Alter. Ja, ganz bestimmt Chemikalien auf jeden Fall. Die sind immer zum Reinigen der Waffen da. Ich habe mir das mal angeguckt, nachgeguckt. Oh, ich habe nämlich gerade ein Trophäe bekommen. Alter, was geht? Boah. Alter. Oh, schau mal, sind wir hier aber. Ehemalige Funkstation. Die Frage ist, kommen wir jetzt ohne. Sorry, ich bin gerade ein bisschen sehr angetan von dem. Setting. Alter, es war ein Fehler von dir herzukommen. Ich ergebe mich! So. Das war ein Fehler von dir, mich anzugreifen, du Idiot. Für eine Reichweite. Gehst mal wieder runter, Kollege. Gute Nacht. Gute Nacht. Die Waffe ist krass, ja. Ich hab noch Munition. Wo? Gut, dann machen wir es wieder auf. Und tschüss. Oh, und der Sturm ist gezogen. Noch einer, oder was? Oh, ah. Scheiße. Wunderbar. Da kommt noch einer. Es ist so kurz. Wie sind das denn? So. Ich verzimmer mich mal gerade komplett. Wie viel davon denn noch? Die sind doch hier richtig noch.
Gute Nacht. Wollen wir mit dem Auto abhauen, oder was? Scheinbar ist das der richtige Weg. Es war jetzt irgendwann auch mal gut, Kollege. Deine lebt immer noch. Jawohl. Oh, da bist du ja. Puh, das war eine Kacke. Raus oder brauchst du Hilfe? Nein? Dann komm raus. Ja, ja, ist ja gut. Mit den Besitzern des Wagens können wir jetzt vermutlich nicht mehr reden. Hm? Wie schade, dass sie so still sind. Der Wagen scheint jedoch klasse zu sein. Nicht nur ein paar Räder, sondern auch noch ein mobiler Schutz im Sturm. Genau das, was du für deinen nächsten Einsatz brauchst. Denn da musst du etwas herumfahren. Während du in diesem Sandkasten gespielt hast, habe ich ein paar Antennen entdeckt. Das muss die Kommunikationszentrale sein. Ich denke, die ist in dem Leuchtturm dort, also solltest du da hinfahren. Was ist im Leuchtturm? Der Leuchtturm ist so riesig, dass du ihn nicht verfehlen kannst. Ich muss bleiben und die Gegend im Auge behalten. Aber sobald ich fertig bin, können wir uns dort treffen. Bis dann. Jo. Na weg. So, die Frage. Sehr interessant. Ja. So, die Frage ist, wo müssen wir hin? Okay, die ganze Stück da jetzt runter, die Schienen und dann irgendwann links, oder können wir jetzt... Oh, guck mal, guck mal. Kriegen wir schön hin. Alle Mann zuhören! Ach, da hinten ist heute. Alle Mann zuhören! Der Baron wird jetzt drehen! Meine Herren, ich habe Neuigkeiten von einer Bande gehört, mit einem Zug in unser Territorium einfängt. Das ist ungewöhnlich. Denn soweit ich mich erinnern kann, haben wir den Nachbarn gründlich beigebracht, dass solche Aktionen für sie gefährlich sind. Diese Neuankömmlinge scheinen schwer von Begriffen zu sein. Oder nicht aus der Nachbarschaft. Auf jeden Fall sollten wir herausfinden, wer sie sind und was sie wollen. Die Leute, die ich brauche, werde ich einzeln rufen. Alle anderen bereiten ihre Autos, Waffen und kampferprobten Sklaven vor. Sie werden vielleicht bald benötigt. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Ja. Scheint noch so einer zu sein, der da so ein bisschen fanatisch zu sein. Oha, oha. Auf mich wird geschossen. Sollten wir töten. Wie gesagt, Julius wieder in das Auto verschwinden. Ich kann. Oh, leg mich doch einmal Power von mir. Oh, Leute, ey. Ernsthaft jetzt.
wir haben die uns alle lieb gerade. Komm doch her jetzt, ey. Leute, wir kriegen mächtig auf den Arsch! Ja, geil, ne? Weil ein Mann verloren hat. Krieg mich auf den Arsch. Geil, und du hast mich. Naja. Also scheinbar scheinen wir uns wirklich alle momentan zu mögen. Das ist so mein Gefühl. Scheint richtig beliebt zu sein. Ja, komm. Liebe Spur, du darfst mich auch mal laden lassen. Okay, dann geht's jetzt weiter. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Da müssen wir da nochmal hin. Ja, geil. Hat ja voll gelohnt sich gerade. Das Problem, wenn ich in Ego-Perspektive fahren muss, ich bin da kein Fan von. Dann sehe ich nämlich was nicht, was um mich herum passiert. Da müssen wir jetzt halt nochmal warten. Scheinbar haben wir ein bisschen Besuch. Sieh dir diese Waffen an. Was für... Der Schweinehund! Die Schweine haben ihn... Verdammt! So, in dem letzten Moment. Mit der letzten Kugel habe ich mir den Kollegen geholt. Ich bleibe mit Waffe, die ist gut. Ich nehme auch die Waffe mit auf jeden Fall. So, was haben wir denn eben runtergefallen? Von da oder was? Weil hier rein? Ne, hier rein sind wir gefahren, ne? Hey, 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 hey. Okay. Dann geht's jetzt hier. Alter, ich bin nicht kein... Müssen wir tatsächlich da ein bisschen zu Fuß weitergehen. Weil es ist, glaube ich... Oder soll man den Wagen wieder mitnehmen? Ich kann auch den Wagen wieder mitnehmen eigentlich tatsächlich.
Einfach für den Fall, dass wir schneller ein bisschen vorankommen. Also durch den TÜV würde die Karre, glaube ich, nicht mehr kommen. So. So, meine Vermutung. Weil ich bin bei den Viechern, da habe ich ehrlich gesagt keinen Nerv zu. Archie, komm hier, ein neuer Eingang. Ah, okay. Eine einheimische Frau hat uns kontaktiert. Sie wird am Leuchtturm von Banditen belagert. Wenn ihr ihr helfen, dann helfen sie uns, die Kommunikationszentrale zu finden. Diese Gelegenheit können wir uns nicht entgehen lassen. Wir sollten helfen, aber wachsam bleiben. An die Arbeit, Villa, Ende und aus. Okay, erstmal müssen wir natürlich jetzt. Erstmal will ich hier das Ding auseinandernehmen und das versuchen wir dann in der nächsten Folge bei Let's Play Metro Exodus.